Mein Name ist Sebastian Kuras, ich bin der Leiter des internationalen Projektmanagements der B-Kliniken in Frankfurt. Im Aurora-Projekt machen wir Hospitation. Wir haben in der Erstprojektidee 72 Hospitanten, die in 5 BG-Kliniken und in der Medizinischen Hochschule Hannover hospitieren kommen für 4 Wochen. Zusätzlich möchten wir oder werden wir SOPs erstellen, Standard Operation Procedure für die Ukraine. Wir werden ein Netzwerk gründen und auch Online-Fortbildungen durchführen. In erster Idee war es ein Reha-Projekt, das heißt, da kommen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, also das ganze nichtärztliche Fachpersonal, aber auch das ärztliche Fachpersonal, PAM-Ärzte beispielsweise, zu uns in die Häuser. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen ausgeweitet. Der Bedarf ist groß, sodass wir auch Traumachirurgen beispielsweise natürlich offene Türen für die haben. Die Idee ist natürlich, Klinikpartnerschaften auszuweiten, aber auch in unseren bestehenden Projekten, wie zum Beispiel das Aurora-Projekt oder auch im Solomir-Projekt, unsere Telemedizin, ist natürlich klinikpartnerschaftlich verankert, aber wir haben offene Türen, auch neue Leute mit reinzuholen. Das heißt, wir haben die gute Position, dass wir in unsere bestehenden Projekte auch neue Interessenten mit reinholen können. Die Klinikpartnerschaften sind das A und O. Diese sind der Meilenstein, den wir geschafft haben, um zu kooperieren und gemeinsam voneinander zu lernen. Es ist extrem wichtig, dass wir heute schon Partnerschaften bilden, jetzt schon zusammenarbeiten, dann kennen wir uns einander, da wird der Wiederaufbau deutlich einfacher, strukturierter und koordinierter durchgeführt werden können.